Willkommen zu unserem hoffentlich sehr spannenden Panel mit dem Thema KI in der Hochschulbildung. Nicht, dass wir zum ersten Mal heute das Thema adressieren, das ist schon mehrfach aus unterschiedlichsten Perspektiven natürlich im Rahmen des KI-Campus und des Festivals gefallen. Wir wollen jetzt aber die Schrauben deutlich tiefer reindrehen. Womit ich gleich bei der ersten Herausforderung bin, die ist nämlich zweierlei. Ich habe so viele spannende PanelistInnen, drei davon hier, drei davon digital zugeschaltet. Wenn ich alle Biografien vollumfänglich darbieten würde, dann wäre sehr viel Zeit vergangen. Ich würde Sie gerne bitten, sich selbst vorzustellen mit den zwei entscheidenden Sätzen, die zu Ihrer Person und Funktion gehören. Wir beginnen analog im Raum und dann spielen wir das im digitalen Raum, ich würde mal sagen in alphabetischer Reihenfolge, ich spreche Sie dann ganz kurz an weiter. Und eine zweite Herausforderung haben wir zuvorderst. Mein großer Wunsch an dieses Panel ist es, dass wir in der Tiefe diskutieren und nicht nur in der Breite. Da ich sechs zugeschaltete und anwesende Personen habe, ist es eine große Herausforderung, ich würde mal sagen, alle Stimmen zueinander zu bringen und in konstruktiven Dialog miteinander zu bringen. Aber wir wollen wirklich in die Tiefe der einzelnen Themen kommen und nicht nur den Schlagabtausch der Ideen und des jeweiligen und der jeweiligen miteinander betreiben, die hier sitzen. Also, in diesem Sinne möchte ich mich als erstes zu Ihnen nach links wenden. Sie sind Peter Greisler vom, und jetzt vom machen Sie weiter, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Ich arbeite seit 1991 in dem Ministerium an verschiedenen Stellen, jetzt schon aber seit vielen Jahren für den Hochschulbereich. Und im Hochschulbereich haben wir ganz verschiedene Aufgaben, auch im Forschungsbereich, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, Exzellenzinitiative, Exzellenzstrategie, aber auch die Pakte mit den Ländern, Hochschulpakt Lehre oder jetzt Zukunftspakt sind in meinem Bereich und natürlich auch Internationalisierung, ganz wichtiges Feld, Bologna-Prozess und seit einigen Jahren auch die Digitalisierung und das Hochschulforum Digitalisierung. Sehen Sie, das waren schon mindestens 2,5 Sätze. Deswegen vielen herzlichen Dank für die Vorstellung. Jessica oder Jessica Winter, zwei Sätze zu Ihnen. Hallo, ich bin Jessica Winter, ich bin Studentin an der Universität Bremen und ich bin ebenfalls studentische Mitarbeiterin beim Hochschulforum bei Digitalisierung und beim KI Campus bin ich tatsächlich Beiratsmitglied im strategischen Beirat und berate da aus studentischer Perspektive. Vielen herzlichen Dank, Professor Dr. Nils Pinkwart. Ja, mein Name ist Nils Pinkwart, ich bin von Haus aus Informatiker. Ich leite das Educational Technology Lab am DFKI in Berlin, bin seit kurzem Vizepräsident für Lehre und Studium an der Humboldt-Universität und bin hier sicherlich auch in der Funktion als wissenschaftlicher Direktor des KI-Campus. Das ist in der Tat richtig. Und ich gebe jetzt an den digitalen Raum ab. Professorin Dr. Claudia de Witt, Sie sind heute mehrfach erwähnt worden, unter anderem von Professorin Dr. Ada Pellert. Holen Sie mal aus, ganz kurz zu sich selbst. Ja, ich bin seit 2004 Professorin für Bildungstheorie und Medienpädagogik an der Fernuni und beschäftige mich also seit 17 Jahren mit der Digitalisierung für Lernprozesse und bin auch Mitglied im Leitungsteam des Forschungsschwerpunkts D2L2, wo wir eben auch KI-Projekte durchführen, zusammen auch mit Nils Pinkwart. Und ähnlich prominent machen wir weiter. Ich gebe ab an Dr. Georgi Dimitrov. Guten Tag an die Runde. Mein Name ist Georgi Dimitrov. Ich bin Abteilungsleiter der Abteilung Digitale Bildung in der Europäischen Kommission. Neue Abteilung seit diesem Jahr. Ansonsten bin ich in der Kommission seit 2008 und habe vor allem Innovationspolitik für den Bereich Hochschulen und Industrie gemacht. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Und auch die Wirtschaft ist beteiligt. Darüber freue ich mich sehr. Ja, hallo, guten Tag. Grüße von aus dem Homeoffice, leider kann ich nicht bei Ihnen sein. Christine Regitz ist mein Name. Ich bin seit 1994 bei der SAP in unterschiedlichsten Rollen. Ich war fast 25 Jahre in der Softwareentwicklung und nun seit annähernd 2 Jahren leite ich ein kleines Team, das aber sehr schlagkräftig ist. Das nennt sich Women in Tech und es geht darum, unsere Expertinnen sichtbar zu machen und zu vernetzen. Vielen herzlichen Dank auch an Sie. Sie sehen, wir sind wirklich sehr divers aufgestellt und ich möchte mit einer letztlich basalen Frage starten und auch Sie einladen, über den Chat Ihre Fragen zahlreich an uns zu richten. Die wird dann Aljoscha Burchert in bewährter Manier wie den ganzen Tag über schon hier einspielen. Offene Frage an Sie alle, vielleicht starten wir hier analog und Sie schalten sich danach digital dazu. Sind die Hochschulen in Deutschland und in Europa bereit für KI, sowohl als Inhalt als auch Methode? Die ersten Antworten bitte kurz. Wer möchte? Ich gucke nach links, Sie starten. Ich kann gerne anfangen. Ja, ich denke schon, dass Sie bereit sind. Aber ich glaube, es sind auch noch große Herausforderungen
da. Und das ist, glaube ich, das, was wir jetzt auch adressieren mit vielen Förderprogrammen. Wir vertrauen ja normalerweise auf die Hochschulen, vielleicht als Überleitung in ihre Richtung, dass sie schon die richtigen berufen. Und wir machen eigentlich von der Politik keine Vorgaben, in welchen Fächern. Aber wir haben in dem Thema KI das Gefühl gehabt, dass es hier schneller gehen muss und haben ein paar freundliche Maßnahmen uns überlegt, die auch, glaube ich, von den Hochschulen positiv auch. Ganz kurze Nachfrage, was sind denn freundliche Maßnahmen? Ja, freundliche Maßnahmen sind Fördermaßnahmen. Aha, okay. Es gibt Geld für gute Dinge. Es gibt Geld für, wie viel denn? Das kann ich Ihnen so aus dem Kopf gar nicht sagen, weil es ganz viele verschiedene Maßnahmen sind. Also es sind KI-Professoren, viele Dinge wirken ja auch indirekt. Zum Beispiel haben wir ein Tenure-Track-Programm, das die Hochschulen dann genutzt haben, natürlich auch, um neue Themen anzugehen. Und das ist gar nicht gedacht gewesen ursprünglich in Richtung KI, aber es ist genutzt worden von den Hochschulen für KI, sodass also das Fördergeld für die Tenure-Track-Professur auch diesem Feld zugute gekommen ist. Und Sie haben eben in Ihren Eingangsworten gesagt, Sie haben die richtigen Hochschulen berufen, in Anführungsstrichen. Vielleicht wollen Sie direkt darauf aufsetzen. Ja, die Frage war ja, ob die Hochschulen bereit sind. Ich kann das jetzt sowohl vielleicht aus meiner eigenen Hochschule als auch als jemand, der im DFKI viel Kooperationen mit Hochschulen hat und der auch in einigen dieser Förderprogramme in unterschiedlichen Funktionen da ist, ich würde das unterschreiben. Also die Hochschulen sind in jedem Fall bereit, da ist Willen da, in die Richtung zu gehen. Da ist sicherlich auch Diskussionspotenzial in den Hochschulen, aber was mich eigentlich immer recht positiv stimmt, ist die Aussage oder die Erkenntnis, dass es eigentlich nicht mehr nur die Informatikfachbereiche sind. Das wird breiter, das nimmt die Geisteswissenschaften mit ein, Gesellschaftswissenschaften, viele verschiedene Bereiche der Universitäten erkennen. KI ist ein relevantes Thema, was nicht nur in so einem Mini-Bereich abgefrühstückt werden kann. Das hat gesellschaftliche Relevanz und das müssen wir auch in den Hochschulen sowohl als Inhalt als auch als Medium ernst nehmen und uns in die Richtung bewegen. Den Eindruck habe ich schon, wie weit die jetzt jeweils alle sind. Das ist eine andere Frage, aber die kommen wir sicher noch. Ja. Dazu kommen wir noch. Okay, also nicht nur die Informatikfächer. Wollen Sie Wasser in den Wein gießen oder nicken Sie zustimmend? Also in vielen Gründen kann ich zustimmen, auch gerade was die Informatikfachbereiche angeht. Da sind die Universitäten, auch die Universität Bremen, von der ich komme, sehr gut aufgestellt. Auch dort gibt es das DFKI. Und aber wo ich wirklich noch eine Herausforderung sehe und auch noch Bedarfe sehe, ist, was Sie schon angesprochen haben, Herr Pinkwart, dass es auch in den anderen Fachbereichen ankommt und dass es eben in der Breite der Universität auch statusgruppenübergreifend ankommt. Also auch nicht nur bei den wissenschaftlichen Mitarbeitenden, sondern auch eben in der Verwaltung und gerade auch bei den Studierenden, zum Beispiel in den Gesellschaftswissenschaften. Ich studiere Europastudien zum Beispiel, politikwissenschaftliche Fächer. Da ist das noch nicht so ganz angekommen, aber da gibt es auch sehr, sehr viel Potenzial. Okay, also und dann gehen wir in den digitalen Raum, um den Gap nochmal zu vertiefen oder anschaulicher zu machen. Verläuft es hier Humanities, Geistes- und Lebenswissenschaften und da MINT-Fächer etc.? Würden Sie sagen, hier auf der rechten Seite MINT, da ist eine Menge los und Informatik und auf der anderen Seite ist der größte Nachholbedarf oder kann man da nicht den Keil nicht da ziehen? Ich würde sagen, so einfach kann man das nicht sagen tatsächlich. Also letztendlich gibt es auf allen Seiten viele Projekte, auch gerade in der Medizin zum Beispiel gibt es viel und auch im Bereich Digital Humanities definitiv. Da gibt es schon viel, es muss nur noch ein bisschen mehr Transfer geschehen, glaube ich einfach. Und vielleicht gehe ich mit Ihren Einschätzungen jetzt in den digitalen Raum, vielleicht wollen Sie starten, Frau Dr. De Witt, mit Ihrer Einschätzung und vielleicht darauf auch aufsetzen, wenn wir das fördern wollen oder wenn Sie das fördern wollen, was sind wichtige Hebel, um KI und weiterer Digitalisierung an den Hochschulen in den unterschiedlichen Disziplinen und Fakultäten noch mehr Raum zu geben? Ja, auf jeden Fall müssen wir sichtbarer werden. Es wurde ja jetzt auch KI in Deutschland, in Europa, also durchgängig unterstützt und wir sind aus meiner Sicht aber immer noch am Anfang einer Entwicklung, haben aber eben schon wichtige Schritte gemacht und es zeigt ja auch, dass es immer mehr KI-Professuren und Studiengänge zu KI, zu Data Science, Computerlinguistik oder eben auch Bildungsangebote zu Data Literacy in den Geistes- und Sozialwissenschaften gibt. Aber es gibt eben
sehr, sehr viele Angebote zu KI als Inhalt in Deutschland, aber immer noch wenig Studiengänge, die durchgängig eben auch von KI über den gesamten Studienverlauf begleitet werden oder auch durchzogen sind, was ich mir eigentlich auch wünschen würde, um wirklich KI richtig auszuloten. Genau, ich sehe das aber auch so, dass in den hochschulischen Studiengängen KI-Inhalte nicht nur für die Ausbildung zu Informatiker und Informatikerinnen oder zu Data Scientists vermittelt werden sollen, sondern dass es auch gerade in der Lehrerbildung, Lehrerausbildung darauf ankommt, gerade jetzt die Lehrer und Lehrerinnen vorzubereiten, um dann eben auch die Schüler mitzunehmen in unsere datengetriebene Gesellschaft. Und da gibt es eben ja auch sehr schöne Ansätze, wie wir heute auch schon gesehen haben, von Ute Schmidt und anderen, aber auch an der Universität Paderborn. Also es gibt so Einzellösungen, wo ich mir aber wünschen würde, dass man die irgendwie bündelt. Und genauso gibt es eben auch sehr schöne, gute Lösungen, Ansätze in den Hochschulen, die eben durch das BMBF gefördert wurden in den letzten Jahren. Und es sind auch noch viele geförderte Projekte zu erwarten. Aber aus meiner Sicht brauchen wir dann auch sowas noch wie eine, Campus-Vernetzungsagentur. Eine Art, schönes die Stichwort. Aus den geförderten Projekten, also mit den Bedarfen eben auch nicht geförderter Universitäten zusammenbringt. Also die Projekte, die wir jetzt machen, da werden ja viele tolle Sachen schon generiert, aber dass wir dann nicht da wieder in die alten Fehler verfallen und dass nach der Projektförderung damit nichts passiert. Ja, wir haben das hier so oft. Ja, genau, also aber jetzt haben Sie schon ganz viele Stichworte an die Wäscheleine gehängt. Ich greife mal bei einem rein und dann möchte ich gleich Aljoscha Burchardt auch dazu holen. Frage gebe ich jetzt weiter. Wie haben Sie das eben genannt? Eine Kompetenzvernetzungsagentur? Wie war das Stichwort? Eine Campus-Vernetzungsagentur. Frau Regels, Dr. Dimitrov, wie schlägt sowas bei Ihnen auf? Ist das der richtige Weg aus Ihren Perspektiven? Bin ich natürlich nicht die Expertin, im Gegensatz zu ganz vielen Kollegen, was die Hochschulstrukturen angeht. Deswegen, ich weiß es nicht, ob es einer Agentur helfen wird, weil ich zustimme, was mir wirklich fehlt aus Unternehmenssicht, ist die interdisziplinäre Vernetzung und die fundamentale Änderung, die ansteht in allen Fächern. Denn die KI ist ja erstmal auch eine großartige Automatisierung, also ein Weg von schnöden manuellen Routinetätigkeiten. Darum muss man sie aber auch verstehen und Grundlagen müssen in alle Fächer rein definiert werden. Und ich bin dazu zu wenig in der Hochschulpolitik, um zu wissen, ist es eine Agentur? Ich weiß es nicht, aber ich glaube eher, es muss in die Curricula, es muss in die Studiengänge mit rein und es muss ein Umdenken stattfinden. Also es geht in erster Linie auch um dieses berühmte Mindset. Gut, aber vielleicht bleiben wir dabei. Herr Dimitrov, wollen Sie dazu noch was sagen? Also zum Thema KI-Tools, KI in der Lehre substanziell zu verankern, um Lehre zu verändern und auch Lehrende dorthin zu trainieren, dass sie das wunderbar anwenden können. Wie kommen wir dahin? Ja, sehr gerne. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Kurzweg dazu zeigen kann, aber auf jeden Fall denke ich, dass die Lehrerausbildung ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Das zweite Thema, was mich bewegt, ist, dass dieses neue Gebiet einen Rechtsrahmen auch braucht. Und ich glaube, dieser Rechtsrahmen ist in Europa noch nicht wirklich gegeben. Da hat die Kommission einen Vorschlag zu einer KI-Verordnung gemacht, Anfang dieses Jahres, was zu den verschiedenen Risiken und auch Potenzial von KI Vorschläge macht. Das ist momentan im Gesetzgebungsverfahren. Und ich nenne es nur deswegen, weil wir natürlich auf so einem Gebiet Innovation brauchen, allerdings diese Innovation auch einen gewissen Rechtsrahmen auch ihrerseits braucht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Zu dem Thema Vernetzung möchte ich allerdings was sagen. Ich glaube, das KI Campus ist selbst ein ziemlich gutes Beispiel dafür, wie die Hochschulen und überhaupt Hochschule, Politik und auch andere Stakeholder zusammen effektiv arbeiten können. Ich bin auch sehr froh, dabei zu sein als Beiratsmitglied. Ich wünschte mir, dass davon etwas mehr auf Europaebene existieren würde. Mein Blick ist etwas, ich sag mal so, weiter entfernt von Deutschland, da ich in Brüssel tätig bin. Aber so etwas bedarf es möglicherweise auch in anderen Ländern,
Und dann könnte man natürlich sinnvollerweise darüber nachdenken, ob man das auch vielleicht nicht vernetzen kann auf EU-Ebene. Darf ich dazu noch eine Rückfrage stellen? Sie haben gerade vom Rechtsrahmen gesprochen und der Rechtsverordnung, die die EU-Kommission entwickeln möchte und bereithalten möchte. Wie weit sehen Sie zum Beispiel ein Gremium wie die Kommission auch in der Verantwortung, gerade transeuropäisch das zu unterfüttern und das zu stützen, was wir hier verhandeln, nämlich KI stärker jenseits der Rechtsverordnungsfrage in Lehre und in der Universität der Zukunft zu verankern? Also zu dem zweiten Thema sehe ich die Kommission nicht wirklich als ein sehr starkes, ich sage mal so, Gremium, weil die Kommission bestimmte Kompetenzen in der Bildung hat und die sind sehr begrenzt. Also wie vielleicht also viele von Ihnen möglicherweise alle wissen, denn es handelt sich um Subsidiarität. Allerdings muss man wissen, dass die Hochschulen sowieso autonom sind und wenn der Rechtsrahmen, den die Kommission jetzt vorgeschlagen hat und der gerade jetzt im Rat und auch im Parlament ist, wenn der durchgeht und wenn wir in 2 Jahren vielleicht mehr Rechtssicherheit, was KI-Systeme grundsätzlich und ihre Risiken betrifft, haben, dann kann natürlich die Kommission bestimmte Sachen, ich sage mal so, fördern und mit Facilitator Role, so wie wir das sagen, die Diskussion also weiterbringen. Aber wirklich führen, dazu hat die Kommission die Kompetenzen, einfach nicht laut Vertrag. Noch eine kurze Klärungsfrage, da möchte ich Aljascha mit dazu nehmen. Sie haben eben bei einem genickt, was aus dem digitalen Raum kam. Ich würde gerne noch mal genauer wissen, wir reden ja häufig über KI-Tools und KI-Einsatz in der Lehre. Wovon sprechen wir? Wir hatten heute Eye-Tracking, da wurde es sehr spezifisch, um individualisiertes Lernen zu ermöglichen. Wir haben vorhin über KI in der Grundschulbildung gesprochen und davon Beispiele gehört. Worüber müssen wir ganz konkret reden, wenn wir über KI-Einsatz in Lehre für Lehrende und Studierende sprechen? Ja, gerne. Oder wollen Sie zuerst? Sie zuerst. Nee, erstmal Sie und dann ja? Sie. Okay. Ja. Ja, also es gibt da diverse Möglichkeiten, die gerade in der Entwicklung sind, die teilweise schon erprobt werden oder die auch noch Zukunftsmusik sind. Zum Beispiel aus Perspektive der Studierenden, die mich ja konkret sehr viel betrifft, da gibt es Ansätze, zum Beispiel auch von Herrn Pinkwart, dass man über individuelle Lernpläne letztendlich für Studierende nachdenkt. Die Studierenden haben ja auch sehr viele verschiedene Lerntypen, die vielleicht nicht unbedingt immer zu einem standardisierten Studium passen und haben auch verschiedene Bedürfnisse oder auch Barrieren, die sie im Studium erleben, wo KI-Tools konkret auch von Unterstützung sein können. Also seien es zum Beispiel Übersetzungstools, wenn es um sprachliche Barrieren geht, solche Sachen. Inzwischen gibt es ja sogar Live-Übersetzungen aus Videos, wo direkt auch die Sprache der Vortragenden übersetzt wird. Sowas finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr spannend, auch wenn man zum Beispiel an die Integration von Geflüchteten an Hochschulen denkt, da den Zugang niedrig zu halten. Da gibt es auf jeden Fall viele interessante Projekte. Also Tools für Inklusivität, welche Tools werden bei Ihnen als am erfolgreichsten nachgefragt? Oh, das ist deswegen ein bisschen schwierig zu beantworten, weil wir als Universität, wie die meisten Universitäten jetzt noch nicht durchgehend die ganzen KI-Tools im Produktivszenario haben. Es ist halt eher so, dass an einzelnen Stellen der Universität experimentiert wird und das durchaus dort stark auch positiv wahrgenommen wird. Aber eine durchgängige Strategie, wie also KI in der Universität in der Breite auch eingesetzt wird, da ist die Humboldt-Universität wie viele, viele andere Universitäten, glaube ich, auf einem Weg, der bereitet wird, auch durch Fördermaßnahmen. Aber das bedarf natürlich nicht nur einer Vernetzung, sondern auch eines Mitnehmens der Organisation. Das ist, glaube ich, eine Illusion zu denken, naja, wir haben jetzt hier ein paar KI-Tools und die schmeißen wir jetzt in eine Universität und sofort sind alle glücklich. Natürlich nicht dieser Diskursprozess, was soll eigentlich KI für uns bringen und welche Aspekte von KI möchten wir eigentlich in Hochschulen nicht unbedingt sehen, der halt auch mit diesen Risiken behaftet ist, der muss tatsächlich, Sie hatten das anfangs gesagt, in der Tiefe geführt werden. Und um einfach 2 Beispiele zu nennen, die das vielleicht illustrieren, wir hatten jetzt eben von der Vernetzungsagentur, ich bin mir nicht sicher, ob wir noch mehr Bürokratie aufbauen sollten, aber nehmen wir es mal so, dass wir universitäre Bildung tatsächlich weiter öffnen, weiter internationalisieren oder auch in Deutschland das ermöglichen, dass
nicht nur KI-Campus-Kurse, sondern viele andere Kurse breiter wahrgenommen werden, dann sind wir eigentlich definitiv am Ende des klassischen Vorlesungsverzeichnisses. Dann brauchen wir Dinge, die wir vielleicht aus anderen Bereichen unseres Lebens kennen, dass uns Vorschläge gemacht werden, wo Total. Wir aufgrund unserer eigenen Dinge, die wir machen, die wir vielleicht brauchen würden, tatsächlich sagen können, hey, da gibt es doch eine tolle Angebote, auf die wäre man sonst nie im Leben gekommen, die sind aber machbar. Aber Entschuldigung, darf ich ganz kurz noch was nachfragen? Ja, natürlich. Dann sind wir ja fast bei dem Bild, ich würde sagen, vom Ende der klassischen Hochschule, weil dann ist ja letztlich total egal, ich kann dann auch in China mit dem Sprachübersetzungstool mir irgendeinen Kurs holen und die Credit Points vielleicht von dort holen, dann ist doch eigentlich der Elfenbeinturm, sage ich jetzt mal HU oder FU oder sonst irgendwas, das ist doch Käse von gestern, wenn das die Zukunft der Lehre ist, oder nicht? Ich glaube nicht, dass das das Ende der Universitäten, so wie wir sie kennen, einleitet. Aber ich glaube, die zusätzlichen Möglichkeiten, die wir dort bekommen können, durch den Einsatz der Technologien, die bringen fast, oder die können eigentlich nur dann erfolgreich sein, wenn sie auch mit organisationalen Änderungen, nämlich in dem Fall in Teilen mit Öffnungen der Hochschule beispielsweise, für Bildungsangebote, die von anderen, jetzt nicht von irgendwo, aber vielleicht innerhalb von solchen Verbünden, die auch gewisse Qualitätskriterien haben, die müssen auch in die Studienordnung entsprechend rein. Also das hat sehr, sehr viele Querwirkungen, aber ich glaube, diese Wege werden wir vermutlich gehen und die haben auch sehr viele positive Effekte. Und aber einen anderen Punkt noch, der vorhin mit Risiken, wir müssen uns, glaube ich, auch mit anderen Facetten von KI in Hochschulbildung auseinandersetzen. Was ist denn eigentlich, wenn KI auf einmal Texte schreibt, was KI passiert heute ja schon kann? Ja. Oder was ist denn, wenn KI studentische Texte bewertet, was es im Prinzip auch schon kann? Dieser Diskurs aber, wie wir uns dazu als Bildungseinrichtung positionieren und auch konstruktiv mit positionieren, was Erlebnisse beispielsweise zu schaffen, dass Studierende die Möglichkeit zu haben, hier ist mein Essay und hier ist das, was eine KI eigentlich darüber denkt. Und darüber kritisch zu reflektieren und damit auch eine Position zu KI zu bekommen, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist natürlich mehr als einfach nur Tools einsetzen. Aber bevor ich jetzt an Sie zu... Nee, noch eine Frage, dann gebe ich an Sie zurück. Erhoffen Sie sich da irgendwelche Schützenhilfe in dieser Wertediskussion, in diesem kritischen, letztlich auch metakognitiven Denken, Hilfe von sowas wie dem Ethikrat zum Thema KI der Bundesregierung? Oder ist das wieder, haben die damit gar nichts zu tun? Ich kann jetzt nicht für den Ethikrat der Bundesregierung sprechen, aber tatsächlich ethische Positionen spielen eine enorm große Rolle. Mhm. Oder auch Fragen wie der Transfer von solchen technischen oder von technisch-didaktischen Ideen in größere Organisationen passieren kann. Das ist ja keine informatische Frage. Mhm. Und tatsächlich ist es auch gerade bei zum Beispiel bei den Förderprogrammen des Bundes durchaus so, dass die nicht technische Fragen der Umsetzung, der Machbarkeit und das wollen wir das machen, also solche ethischen Dinge sehr, sehr oft in diesen Projekten drin sind und zum Glück drin sind. Mhm. Denn ansonsten wäre es ja nur ein Technik-Umsetzungsprojekt und das würde dieser Technologie in vielen Fällen einfach nicht gerecht. Mhm. Jetzt noch eine Stimme von Ihnen, dann Aljoscha und dann kommen wir zu Ihnen in den digitalen Raum zurück. Ja, wir sprechen ja jetzt, haben über vieles gesprochen und es gehört auch alles zusammen. Wir haben auch über Digitalisierung insgesamt, Digitalisierung der Lehre gesprochen, das ist ja nicht gleich KI. KI ist ein spezielles Thema. Im KI-Campus probieren wir das aus. Den haben wir gefördert, weil wir eigentlich aus zwei Ideen, nämlich einmal, dass wir zu wenig KI-Know-how im Land haben. Wie kriegen wir das schnell? Mhm. Lasst uns die Leute zusammenpoolen und dann auch einen Weg finden, wie man dieses Wissen möglichst schnell an möglichst viele Studierende gibt. Und das ist eben KI in der Hochschulbildung dann auch. Und insofern machen wir zwei Dinge. Wir sorgen für mehr Wissen, für mehr Know-how in dem Bereich und poolen das Wissen, was wir haben. Und gleichzeitig probieren wir die neuen Instrumente aus. Und natürlich spielen die Fragen, die Sie angesprochen haben, alle mit eine Rolle. Die werden von Anfang an mitgedacht. So, aber wenn man jetzt das größer denkt, wie funktioniert Digitalisierung in der Hochschulbildung, dann kommen natürlich noch viel mehr Punkte rein. Dann müssen wir auch, dann ist auch die EU auch nicht ganz raus. Dann müssen wir auch über Standardisierung reden. Wie funktioniert das, dass dann auch ECTS-Punkte weitergegeben werden und. Also da sind dann viele andere Dinge, die auch noch eine Rolle spielen. Und wir haben verschiedene Herausforderungen gleichzeitig zu bewältigen. Wir müssen natürlich auch, wir fördern auch Lehre. Es gibt eben ja auch eine neue Innovation in der Lehre, haben wir ein neues Instrument aufgesetzt und fördern das, neue Institutionen sogar. Wir haben das Programm jetzt Digitale Hochschulbildung, wo wir auch dafür sorgen, dass an den Hochschulen mit diesen Instrumenten gearbeitet wird und die ausprobiert werden können. Und natürlich
sorgen wir damit auch für eine Vernetzung, weil die natürlich auch in den Projekten zusammenarbeiten. Mhm. Also angesichts dessen, was Sie gerade gesagt haben, wir machen gleich ein bisschen Reality-Check, wie das auf der anderen Seite ankommt. Dazu nutzen wir jetzt auch Aljoscha Burcher zum Reality-Check im Chat. Und die Fragen richten sich hoffentlich dann an unsere drei geschätzten Partner im digitalen Raum. Absolut. Habe ich Ton? Ja, unbedingt. Ich kann Ton bekommen, oder? Also lasst mich mal vorab vielleicht Annalena Baerbock falsch zitieren. Risiken können ja auch Treiber von Innovation sein. Ja, es geht nämlich weiter um Risiken. Auch die Frage im Chat, das war auf Claudias Aussage eben, eine durchgängige Begleitung von KI im Studienverlauf zu fordern, war die eine Frage, welche Risiken bieten sich dort? Das habt ihr schon teilweise angesprochen, aber die nächste, das war noch mit einem, diese wünschenswerte Fragezeichen Begleitung im Studienverlauf. Wünschen wir das eigentlich wirklich, war nochmal hier die Frage. Und dann sagte Philipp, sagte dann, ein Risiko sieht er daran, dass das Ganze heute noch projektbasiert ist in der Umsetzung. Wir brauchen aber langfristig Strukturen in den Rechenzentren, in der Verwaltung, aber auch in den mediendidaktischen Kompetenzzentren, um eben auch langfristig die ethischen, didaktischen Belange immer zu monitoren und zu gucken, wo es sich hinbewegt. Und dann kamen nochmal die Fragen dazu, ja, haben wir überhaupt die lernenden Daten, die wir bräuchten, um irgendwie KI einzusetzen? Mhm. Das haben wir heute Morgen teilweise schon diskutiert. Mhm. Und dann nochmal die Anmerkung, naja, aber dann müssen eben auch Ethik und Datenschutz diskutiert werden. Das habt ihr ja auch schon ein Stück weit gesagt. Aber ich glaube, die Frage richtet sich dann vielleicht okay. Aber das sind ja schon mehrere Fragen. Vielleicht mit offenem Open Mic an Sie alle drei. Vielleicht fange ich mal bei deiner ersten Frage an. Welche wünschenswerte Begleitung wünschen Sie sich? Und was ist eine nicht wünschenswerte Begleitung von KI im Studium für alle Stakeholder, die davon betroffen sind, in Anführungsstrichen? Freie Bühne für einen von Ihnen. Ich könnte mal anfangen. Ganz bitte gerne. Also wenn wir mal nach Frankreich schauen, gibt es dort eine ganz starke KI-Strategie, auch durch den Präsidenten ziemlich stark befürwortet. Und daraus haben sich ziemlich viele Beispiele und Projekte ergeben. Ich mag persönlich ein konkretes Beispiel aus der Universität in Nantes. Da gibt es ein Studienfach, das ist sehr populär. Dieses Studienfach ist sowas wie Sportwirtschaft, also wenn ich das richtig so übersetzen kann. Und was das mit KI zu tun hat, fragen Sie sich jetzt sicherlich schon. Das hat damit zu tun, dass die Schüler im letzten Schulgang, die sich für diesen sehr populären Studiengang orientieren, eigentlich einen Selbstbewertungstest machen oder einen Test, wo sie mit Daten der Studierenden im ersten und im zweiten Studiengang sozusagen gearbeitet wird. Und dadurch sehen sie ihre, ich sag mal so, vielleicht Bereitschaft, in gewisser Hinsicht auch ihre Fähigkeit, damit also sozusagen erfolgreich also zu studieren. Und das Ganze hat mit Studienabbruch und natürlich mit der Prävention von Studienabbruch zu tun. Das läuft sehr, sehr gut dort. Und das wäre ein interessantes kleines Beispiel zum Beispiel, wo man KI einfach ein bisschen so nebenbei nutzen kann. Okay, ich bleibe im digitalen Raum. Gibt es von Ihnen noch etwas, Frau Professorin De Witt? Vielleicht haben Sie noch eine Idee im Sinne, was ist wirklich wünschenswert und wo machen Sie auch die Gegenseite auf und sagen, nein, das wollen wir definitiv und auf gar keinen Fall. Also sagen wir so, also wenn wir wirklich innovativ sein möchten und die Zukunft der Hochschulbildung gestalten möchten, dann muss auch KI wirklich durchgängig im Studiengang verortet sein. Denn es geht ja letztendlich darum, Studierende, und da sehe ich eben das Potenzial, bei ihrem forschenden Studieren zu unterstützen. Und da gibt es ja im Laufe des Studiums verschiedene Herausforderungen für die Studierenden, wo ich mir vorstellen kann, dass KI sie gut unterstützen kann, wo dann die Lehrenden bei ihren Standardfragen zum Beispiel zurücktreten können, wenn es um die Frage nach, wie erstelle ich eine Gliederung, wie bereite ich mich am besten vor? Also wenn es so diese Standardfragen gibt, die eine KI gut beantworten kann. Und das aber dann nicht nur immer in einem Modul, nicht nur immer in kleinen Insellösungen, sondern wirklich durchgängig, fließend in den Modulen und auch zwischen den Modulen, auch für Prüfungen und so weiter. So stelle ich mir dann eigentlich auch eine zukünftige innovative Hochschullehre vor. Aber wie kommen wir dazu? Darf ich eine Frage daran anknüpfen, die nämlich der dritte Teil der Frage von Aljoscha ist oder des Reinwerfens?
Wie kommen wir denn zu einer Verstetigung? Also das Wort Projektitis hast du jetzt nicht gesagt, aber von innovativen, tollen Projekten aus tollen Fördertöpfen, wie kommen wir dahin? Weil wenn Sie einen lückenlosen Schluss von KI-Bildung haben wollen in der Hochschule, dann brauchen wir ja eine Verstetigung. Also wie kommen wir dahin? Genau, das hatte auch jemand gerade schon im Chat angesprochen. Also wir brauchen eine Engagement-Strategie von allen Stakeholdern. Also wir müssen halt, um die Entwicklung von KI als Methode in der Breite zu gewährleisten, müssen die Supportstrukturen, die Hochschulleitung, müssen alle eingebunden werden. Also es muss eine Institutionalisierung der KI-Tools, der KI-Softwarelösungen stattfinden, und dabei müssen alle Stakeholder der Universität mitziehen, und die müssen auch umlernen dabei. Vielleicht kann ich die Frage an Sie weitergeben, Frau Regitz. Also was können wir auf die Wirtschaft oder von der Wirtschaft erhoffen, und wo können wir auf die Wirtschaft und auf eine solche Firma wie Ihre setzen, im Sinne dessen, was Sie am anderen Ende brauchen von den Hochschulen, dass die Leute in Anführungsstrichen so angeliefert werden, damit sie das Personal von morgen ernten, mit dem sie richtig gut auf einem global umkämpften Markt arbeiten können. Wir haben heute Morgen über PPP, über Public-Private Partnerships, andererseits die Sehnsucht nach Freiheit der Lehre von den Hochschulen, die auch unabhängig bleiben wollen. Also da ist ja doch das ein oder andere dicke Brett. Worauf können wir aus Wirtschaftssicht hoffen? Also, zum einen würde ich mal gerne ein bisschen vielleicht Salz auch hier in die ein oder andere Wunde streuen. Zum einen ist es mir ein großes Anliegen, dieses Thema KI zu demystifizieren. Weil ich habe immer wieder den Eindruck, und da haben wir auch den KI-Campus dafür ist es ein ganz tolles Tool, dass alle in der Bevölkerung verstehen, um was es hier geht. Das ist nämlich schon heute unser tägliches Leben bestimmt. Wenn Sie heute Ihr Smartphone entsperren, tun Sie das über einen Fingerabdruck oder über Ihr Gesicht, über eine Gesichtserkennung. Das ist schon KI, und darüber muss man einfach nochmal auch positiv reden und sagen, wir benutzen die KI im Alltag heute schon sehr häufig. Also müssen wir doch an für sich verstehen wollen, wie diese KI-Algorithmen funktionieren, was möglich ist und was nicht, was wir einsetzen wollen. Und wir brauchen diese grundlegende Kenntnisse, um das zu verstehen, weil das ist das Allerwichtigste, was wir brauchen, das erstmal in einer wirklich entmystifizierten, für jedermann verständlichen Art und Weise darzulegen. Denn das ist die Grundfunktionalität. Ansonsten klingt das immer so ein bisschen wie, das ist eine gefährliche, natürlich müssen wir über Ethik reden und welche Anwendungsszenarien wir möchten. Aber ganz ehrlich, wir benutzen es heute schon an vielen Stellen, und wir brauchen die Menschen, die offen sind, innovativ denken können, natürlich auch entsprechend geschult sind, das heißt, die Grundlagen dafür haben, aber nicht in einem KI-Silo denken, sondern tatsächlich, was vorhin schon angeklungen ist, auch sehr interdisziplinär, weil wir erfinden hier das Rad nicht neu, wir entwickeln aber Bestehendes weiter und müssen überlegen, in welche Prozesse wollen wir denn die KI-Methoden, Algorithmen noch integrieren. Darum geht es uns, und das ist natürlich etwas, wo ich auch nochmal sage, entmystifizieren wir mal dieses Thema ein Stück weit. Okay, nehmen wir mit, dazu sagt gleich Herr Greisler was, aber ich möchte trotzdem nochmal bei der Frage bleiben. Wie kann von der Wirtschaft, kann von Firmen wie Ihrer, die ja doch nun auch global tätig ist, eine Art Rückenwind kommen, um die Entwicklung an den Hochschulen über transdisziplinäre Gremien etc. hinweg zu befürworten und zu befördern? Also ich glaube, wir tun da ja auch schon sehr viel. Ne? Also ich bin ja Mitglied im KI-Campus. Wir haben an vielen Stellen Aktivitäten. Wir haben eine komplette Abteilung bei uns, die sich mit Universitäten, also University Alliances, kümmert, wo wir auch versuchen, genau unsere Produkte auch mal darzustellen. Was bedeutet das eigentlich? Was ist denn ein Chatbot im Unternehmenskontext? Ist was außerordentlich Hilfreiches und basiert auch auf KI-Methoden oder Lernmethoden. Also können wir an vieler Stelle, natürlich können wir das darlegen. Wir können helfen, dieses Entmystifizieren voranzutreiben. Wir können helfen, dieses berühmte Mindset in eine offene, lass uns das diskutieren, Welt reinzubringen. Und natürlich können wir helfen, indem wir Vorbilder auch liefern, als Unternehmen, sowohl als Unternehmen, aber auch auf individueller Ebene. Vielen herzlichen Dank. Herr Greisler, Sie wollen was sagen, und danach würde ich gerne ein bisschen wieder Öl ins Wasser gießen oder in den Wein und ein bisschen nach den dicken Brettern fragen. Ja, ich wollte gerne an der Stelle einhaken, Frau Regitz, wo Sie gesagt haben, das gibt es ja schon, und das ist doch eigentlich schon mal ganz gut. Also ich bin völlig mit Ihnen einverstanden, Open Mind, lasst uns ausprobieren und die Dinge angehen und auch entmystifizieren. Aber natürlich bei der Frage, was ist erlaubt und was nicht, was wollen wir haben, würde ich sagen, das, was die Studierenden
wollen und was die Studierenden brauchen. Das ist eigentlich das, was wir mit KI in der Hochschulbildung machen müssen. Ich bin mir sicher, also wenn man das nur aus der, wenn man das aus der kommerziellen Sicht sieht, so wie wir das bei vielen anderen Dingen ja erleben, wenn Sie sich bei Firmen irgendwo melden und was einkaufen, dass Sie dann Informationen kriegen, wo Sie das nächste einkaufen können und so weiter. Das sind Dinge, wo man auch durchaus kritisch sein kann und wo man sagen kann, das wollen die Studierenden vielleicht nicht. Die wollen vielleicht auch nicht, dass Arbeitgeber dann hinterher wissen, wie gut sie an der Uni waren und so weiter. Es gibt also auch Informationen, die man nicht weitergeben sollte oder so. Und deshalb ist wichtig, dass die Studierenden immer zustimmen und dass sie wissen, was passiert und wo kriege ich die Informationen her. Auf der anderen Seite bin ich aber auch dafür, dass wir durchaus dafür werben, dass die Studierenden ihre Daten dafür auch hergeben, denn sie können davon einen Nutzen haben. Und dafür muss aber der Raum, in den sie das geben, sicher sein. Und es muss klar sein, dass es nutzergesteuert ist, dass der Studierende es auch steuern kann, was mit seinen Daten passiert. Und dafür, da haben Sie recht, die Frage wurde ja auch gestellt, wie machen wir das nachhaltig? Wir brauchen einen Rahmen und wir brauchen auch eine Infrastruktur und die muss finanziert werden. Das ist sicher einer der Punkte, über die wir uns in nächster Zukunft unterhalten müssen. Wir haben jetzt viele Projekte gefördert und in der Tat, das muss irgendwann auch mal einfließen in eine Struktur. Und wen sehen Sie in der Finanzierungsverantwortung? Wir haben vorhin über Subsidiarität und so weiter gesprochen. Ja, ich glaube, in einem staatlich finanzierten Hochschulsystem muss das der Staat sein. Ob das jetzt der Bund oder die Länder ist, das ist darüber reden offen. Wir dann später. Ja, aber jedenfalls es muss darüber gesprochen werden. Mhm. Und ich sage auch, der Bund hat aus meiner Sicht auch eine Rolle dabei, weil es eben auch wichtig ist bei der Digitalisierung, dass nicht jedes Land etwas anderes macht oder jede Hochschule. Ja, das hatten wir ja zum Beispiel beim Thema, wir haben es in Corona leidvoll erlebt, in den Schulen etc., ja. Digitalisierungsoffensive, also da lief ja alles nicht so genau, wie man sich das gewünscht hätte. Wir sind ja an vielen Stellen dabei zu standardisieren. Wir haben zum Beispiel im Online-Zugangsgesetz den Grundsatz einer für alle. Das heißt, eine Software wird entwickelt an einer Stelle und alle anderen nutzen es. Das heißt auch, eine Software wird von einem Land entwickelt und es wird in allen 16 Ländern genutzt. Wir haben jetzt gerade bei BAföG einen einheitlichen Antragsassistenten, obwohl ja auch die Verwaltung in jedem Land eigentlich gesondert läuft. Aber es gibt jetzt einen einheitlichen Antragsassistenten, sodass für den Studierenden das einheitlich aussieht. Dahinter ist dann das Land. Man kommt von einem großen Thema zum nächsten. Vorhin hatten Sie das Thema Datensouveränität, da wollten Sie sich dazu melden. Jetzt kommt das Thema Open Source, was Florian Rampelt heute ganz stark, ja, Open Access, Austausch, Kollaborationen und so weiter, war in seiner Eröffnungsrede ganz dickes Thema. Kommen wir vielleicht dann auch gleich nochmal zurück. Und Sie melden sich im digitalen Raum, ich versuche Sie zu sehen, wenn Sie sich einmischen wollen. Nochmal Thema Datensouveränität, also Interesse der Studierenden in den Fokus zu stellen, um Weiterentwicklung zu provozieren. Ja, das ist auf jeden Fall ein super wichtiger Punkt, aber dafür muss man auch tatsächlich bei den Studierenden gewisse Kompetenzen erstmal fördern und aufbauen. Also wenn ich so daran denke, dass man da halt letztendlich überhaupt eine gewisse digitale Mündigkeit auch erst herstellen muss letztendlich. Und was gestern zum Beispiel bei einer der Keynotes von Frau Seidel auf der Mainstage erwähnt wurde, war das Beispiel des Minerva-Projektes, wo man im ersten Semester in dem Studium nur transversale Kompetenzen letztendlich aufbaut. Und, Entschuldigung, was sind transversale Kompetenzen? Verzeihung. Ich habe keine Informatik studiert. Also das hat letztendlich gar nichts mit Informatik zu tun. Das ist letztendlich eine Weiterentwicklung des Begriffes Soft Skills, könnte man sagen. Übergreifende Fähigkeiten und Kompetenzen, die man disziplinübergreifend, interdisziplinär anwenden kann. Und dazu gehören zum Beispiel auch Digitalisierungskompetenzen und natürlich dann auch im Bereich KI. Und diese Kompetenzen und diese Sicherheit im Handeln mit diesen Tools, das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Baustein, um diese digitale Mündigkeit herzustellen und damit auch, um die Studierenden einfach als bewusste, autonome Akteure in einer KI-unterstützten Hochschullehre. Aber darf ich das mal versuchen,
zu übersetzen, was für Sie, für mich so mitschwingt in dem, was ich von Ihnen höre, ist, brauchen wir sowas wie so ein Mini-Studium Generale Digitalisierung / KI eigentlich für alle Studierenden? Und dann kann man sich spezifizieren und kann spezielle Studiengänge obendrauf setzen im Bereich der Digitalisierung. Aber brauchen wir sowas nicht eigentlich für alle von Anfang an? Also in einer Welt, in der Digitalisierung uns noch viel mehr als bisher. Ja, absolut. Und wie gerade zum Beispiel auch im letzten Slot hier auf der KI Campus Stage gesagt wurde, auch schon in der Schule. Also da war ja sogar schon das extreme Beispiel Grundschule, aber vor allem auch in der sekundären Ausbildung halte ich es für enorm wichtig, dass da schon mit begonnen wird. Also in der Hochschule letztendlich zu starten, ist meiner Meinung nach persönlich perspektivisch zu spät. Aber natürlich muss man auch erstmal anfangen und dementsprechend ist die Hochschule, glaube ich, erstmal ein guter Ort, um diese Sachen einzuführen und dann auch in die Breite zu tragen, weil eben zum Beispiel, am Anfang wurde auch Lehrerbildung erwähnt, da ist es dann zum Beispiel ganz wichtig und ganz relevant, dass man dort eben die aktuellen Lehramtsstudierenden auch ausbildet, dass sie das eben dann in die Schulen tragen auch. Ne? Also wir ziehen den Kreis immer größer. Eine Frage kommt für, und den Rest machst du lieber, Aljoscha. Hier fragt Florian, welche Kompetenzen der Informatikdidaktiker Nils Pinkwart als besonders wichtig erachten würde? Puh, damit können wir ein ganzes Panel wiederum. Nee, machen Sie es als Speed-Dating, der Gedanke. Die Idee, das als Speed-Dating zu machen, erstmal würde ich das stützen wollen, dass wir diese Kompetenzaufbau im Digitalen, den brauchen wir natürlich nicht mit Anfang der Hochschule, weil es dann deutlich zu spät ist. Und nicht umsonst ist diese Idee des Pflichtfach Informatik eine, die in vielen Ländern jetzt auch ein bisschen mehr Momentum gewonnen hat, zum Glück. Wir können nicht erst an der Hochschule anfangen, uns die Frage zu stellen, oh, wie können wir es eigentlich schaffen, dass unsere Studierenden digital mündig und auch mit KI irgendwie souverän umgehen. Es gibt tatsächlich auf der europäischen Ebene, wenn Sie auf die Frage der Kompetenzen kommen und das als Speed-Dating haben wollen, gibt es diese Idee der DIC-Comp, das digitale Kompetenzen Digicomp. Relativ gut sortiert. Und dann gibt es auch noch ein DIC-Comp-Edu-Modell, wo dann genau drinsteht, was eigentlich unsere Lehrenden für Kompetenzen haben müssten, um genau diese digitalen Kompetenzen bei Studierenden aufzubauen. Das war sozusagen die Kurzform davon. Und sich daran da mal zu fragen, wie können wir das eigentlich umsetzen, zum Beispiel in Lehrkräftefortbildung, dort haben wir das selber gemacht, oder auch in Hochschulen. Ich bin da nicht ganz so pessimistisch und ich würde das auch nicht top-down vorgeben wollen. Ich sehe in unserer eigenen Hochschule, ich hatte das vorhin schon gesagt, dass auch in Fächern, wo man es vielleicht gar nicht so initial erwartet, uns zum Beispiel die Geschichte machen, einen tollen Job darin, zu sagen, wir machen so Digital History und da gibt es Programme, wenn man sich die als Informatiker anschaut, dann sind da KI-Inhalte drin und da wird ganz offensichtlich auch in der Tiefe in einem Fach, wo man denkt, na, die sind bestimmt ganz weit weg von Digitalisierung. Nein. Aber das sind dann wieder Individuen. Meine Hoffnung wäre, dass wenn wir genügend positive Showcases haben, dass wir also zeigen, sowohl als Inhalt ist das kein Informatiker-Stuff alleine und auch was sozusagen die Umsetzung als Medium in der Hochschule angeht, dass das spannend ist, dass dann einfach Mitnahmeeffekte passieren, denn machen wir uns nichts vor, unsere Hochschullehrenden, die sind ja nicht nur Lehrende, die forschen auch und die forschen quasi alle digital. Was, was sollen die ProfessorInnen noch alles? Ich meine damit, dass die nicht per se alle fernab von Digitalisierung irgendwo in einem Elfenbeinturm sind, sondern schon auch genau wissen, was für ihre Fachdisziplin eigentlich Digitalisierung KI bringen kann und das durchaus auch in ihre Lehre auf fantasievolle Weise reintransportieren. Ich bin mir nicht sicher, ob eine grundsätzliche Verordnung, dass das jetzt unbedingt sein muss als Startstudium, ob das nicht eher kontraproduktiv wäre, weil es notwendigerweise Abwehrreflexe hervorruft. Gottes Willen, wir haben aber doch eigentlich unsere Fachtradition, warum müssen wir denn jetzt ein Startsemester digital machen. Das weiß ich nicht, ob der andere Weg nicht erfolgsversprechend ist. Wenn Sie sich jetzt mal die letzten 3 Jahre angucken, was da passiert ist. Wir haben ja diese Diskussionen auch geführt. Wir haben ja auch viele Förderinstrumente eingerichtet. Und trotzdem war es immer so, ach naja, Digitalisierung muss ich doch nicht machen, ist doch nicht mein Fach. Und jetzt kam Corona und das hat doch richtig den Mindset, Frau Regitz, Sie haben ja den Mindset angesprochen, das hat bei den Professoren wirklich den Mindset verändert und auch bei den Studierenden. Und jetzt merke ich, dass einfach die Aufnahme und das Interesse an dem Thema viel, viel größer ist. Und ich glaube, das war insofern, so schlimm Corona war das natürlich für die Digitalisierung ein super Startschuss. Und das, diesen Schwung, den müssen wir jetzt nutzen. Und da ist zum Glück diese ganzen Instrumente und Förderinstrumente schon gibt, muss man sie nutzen. IDL machen wir genau solche Modelle. Innovation in der Lehre ist diese neue Förderorganisation, wo man auch Projekte zur Lehre einreichen
kann und die auch gefördert und dann hinterher auch verbreitet wird. Ja, und glauben Sie, vielleicht letzte Frage und dann möchte ich an den digitalen Raum zurückgeben und nochmal an Aljoscha, was im Chat passiert. Die Allianz der Willigen, also die up front sind, die vorne Speerspitze der Bewegung sind, offen sind, dass wir diese, da auch vielleicht kleinere Allianzen bilden müssen, um zu sagen, die, da gibt es Best Cases, wie Sie gesagt haben, das zu mehren? War eine Frage. Ich ziehe sie. Entschuldigung. Ich dachte, die war rhetorisch. Keine Co-Referate von der Moderation. Aljoscha, ich habe eben Datengenossenschaft nur ganz kurz gesehen. Was siehst du im Chat? Was sind für Diskurse, die... Einmal noch kurz bestätigend, wenn ich Ton kriege zu dem, du hast was hier... Hat Aljoscha Ton? Also genau, es wurde auch noch mal hier mehrfach betont, also wir brauchen Digitalkompetenzen natürlich auch bei Mitarbeitern, Lehrenden und so weiter, nicht nur bei Studierenden. Irgendjemand sagt, warum nicht Studium Generale im Menschsein und der KI? Ja, das war, und das leitete über zu einer anderen Frage und dann komme ich auf die Datengeschichte. Wie stehen wir im internationalen Vergleich da? Man sagt ja pauschal immer, die EU hängt hinter China und Amerika zurück und dann sagte aber jemand, ja, aber China ist nicht gerade ein Vorbild für den humanen Einsatz von KI, also technisch-wirtschaftlicher Fortschritt kann nicht das einzige Messkriterium sein, um zu gucken, wo wir in dem Ganzen stehen. Und jetzt die Frage, die du eigentlich von mir hören wolltest, das war eben die Frage, die sich auch an diese Bund-Länder-Diskussion gerade richtete, bräuchten wir nicht auch andere Strukturen und Betreibermodelle, zum Beispiel Datengenossenschaften, um die Souveränität der staatlichen Institutionen zusammen mit den persönlichen Nutzerinteressen zusammenzubringen, weil ich meine, das war auch mit dem BAföG, ja, wenn ich dann eben 24 Mal irgendwie BAföG-Informationen über meine Nutzerin sammle, bis das Modell mal gut ist, dauert ewig. Wenn ich alle Trainingsdaten zusammenschmeiße, habe ich natürlich viel mehr und das ist eben auch die Frage, wie organisieren wir denn nun das? Das ist wohl damit gemeint, das wären erstmal hier so die... Okay, also fangen wir vielleicht mit diesem Datengenossenschaftsgedanke mal an, im Sinne Datensouveränität zusammenzubringen, Nutzerinteressen etc. und Tech for Good, sage ich jetzt mal, im Dienste der Allgemeinheit Fortschritte zu machen. Offene Frage an Sie drei im digitalen Raum. Gibt es jemanden von Ihnen, der dazu vielleicht Stellung nehmen möchte und sagen möchte, ja, ist eine gute Idee oder eher nicht, warum nicht? Eher nicht, würde ich mal sagen, eher nicht. Ich habe mir noch keine Gedanken, ich muss zugeben, ich habe zum ersten Mal heute von diesen Genossenschaftsgedanken gehört und da würde ich gerne nochmal drüber nachdenken. Aber definitiv ist es etwas, worüber wir diskutieren sollten. Ja, aber vielleicht darf ich, darf ich den Begriff der Datensouveränität trotzdem nochmal zu Ihnen und Ihrer Firma zurückspielen. Wie sehr wird das Thema Bildung im Umgang mit Datensouveränität großgeschrieben auch bei Ihnen? Sie meinen also im Hause von SAP? Im Hause. Das ist natürlich. Also für uns ist es... einfach, das ist ein Nicht-Thema, weil es unser tägliches Brot ist. Wir sind ein innovatives Softwareunternehmen. Wir können es uns gar nicht erlauben, das nicht in unsere tägliche Arbeit einzubauen. Wir werden täglich mit neuen Formen von Technologie, mit Anwendungen, aber auch mit neuen Geschäftsprozessen konfrontiert, die wir dann so umsetzen müssen, dass wir Kunden dafür gewinnen können, unsere Software zu kaufen. Das heißt, dieses lebenslange Lernen ist bei uns selbstverständlich und das digitale Lernen sowieso, weil wir schon immer eine globale Firma waren. Das heißt, wir sind nicht nur in Deutschland, wir sind weltweit verteilt und haben sehr früh angefangen mit digitalen Formen des Lernens. Das heißt, für uns ist Lernen Teil unserer DNA und das ist meiner Meinung nach auch eine ganz persönliche, macht diese Firma auch so unheimlich spannend, weil wir das einfach täglich auf den Schreibtisch bekommen und uns damit auseinandersetzen und das auch gerne tun. Frau Professorin De Witt, ich möchte gerne noch mal die Frage, ich habe vorhin einmal das Wort der dicken Bretter in den Raum geworfen. Sie reden sehr viel von, was wir tun, Sie reden auch sehr viel davon, was notwendig ist und was wir sollten und müssten und so weiter, was Studierende brauchen. Was sind die dicken Bretter? Wo sind die Herausforderungen? Was ist schwierig? Wir haben über Mindsets geredet. Ist der Mittelbau an Hochschulen schwierig zu verändern? Geht es um ProfessorInnenpersonal? Also wo sind die Beharrungskräfte, sage ich jetzt mal, jenseits der Frage der auskömmlichen Finanzierung? Wo sind Beharrungskräfte, über die wir ganz offen sprechen sollten? Weil wir sind ja beim KI-Campus und das heißt Open for Discussion. Vielleicht erstmal an Sie, Frau Dr. De Witt. Was sind da Ihre Erfahrungsgrößen? Ja, also ich sehe gar keine großen Probleme mit den Personen. Also auch im Mittelbau sehe ich große Aufgeschlossenheit gegenüber KI und digitalen Medien. Also, und auch Kollegen aus anderen Fakultäten sind sehr aufgeschlossen und wir
erstellen auch gemeinsam interdisziplinär Bildungsangebote zu Data Literacy an der Fernuniversität in Hagen. Auch in Kooperation mit anderen Universitäten arbeiten wir gemeinsame Bildungsangebote interdisziplinär auf. Also eigentlich von den Personen her nicht. Was ein großes Problem ist natürlich, die Infrastrukturen zu schaffen, das Datenmanagement auf den Weg zu bringen, denn wir haben ja in den letzten Jahren doch nicht so viel Daten gesammelt, um wirklich große KI aufzusetzen, sondern wir fangen ja, glaube ich, an allen Hochschulen erstmal an, Daten zu sammeln und mit den Daten wirklich dann große KI umzusetzen. Also eher ist das für mich ein infrastrukturelles Problem. Würden Sie dem beispringen? Ich würde auf jeden Fall dem beipflichten, dass es ganz sicher nicht an irgendwelchen Statusgruppen von Universitäten hängt, dass jetzt der Mittelbau oder die Studierenden, Professoren oder wer auch immer da strukturell gegen wäre. Das sehe ich überhaupt nicht. Tatsächlich ist die Frage der Infrastruktur, auch der gemeinsam genutzten Infrastruktur, ich glaube aber auch verbunden mit Fragen der ko-kreativen Einführung des Change Managements an solchen gar nicht mal kleinen Organisationen nicht zu unterschätzen. Und ich habe eine gewisse Hoffnung, dass man dann durch positive Cases, die wirklich zeigen, das und das kann funktionieren, dass man solche Change Management Prozesse auch unterstützen kann und in Gang bringen kann, ohne sozusagen, wenn man die nur abstrakt führt und dann sagt, naja, es gibt jetzt eine europäische Verordnung, die stuft KI in der Bildung teilweise als Hochrisikotechnologie ein. Das ist auch dann sozusagen vielleicht eher hinderlich, wenn man dann nämlich sehr große Rechtfertigungen erstmal hat, bevor man den ersten Schritt macht. Also das nicht abstrakt zu denken, sondern zu schauen, wo können eigentlich Fälle sein, die es wert sind, tatsächlich verstetigt zu werden und welche Strukturen an Universitäten und auch welche Ressourcen braucht es dann dafür. Und ich glaube, dieser Transformationsprozess, der ist insgesamt ein relativ dickes Brett, gerade weil wir in Deutschland zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht noch nicht 50 super Leuchtturmprojekte haben, wo wir alle wissen, jawohl, die müssen wir machen, aber hoffentlich haben wir die in ein, zwei Jahren, zum Beispiel durch die massiven Forderungen, die da jetzt passiert sind. Also. Aber sehen Sie da zum Beispiel den KI-Campus in seiner eigenen Aufgesetztheit als ein ideales Konsortium, um genau diese Arbeit zu leisten, um genau das in die Breite zu tragen in seiner multidisziplinären Zusammensetzung mit den unterschiedlichen PartnerInnen, mit all den Disziplinen, die da vertreten sind. Ist das nicht eigentlich ein idealer... Ist natürlich ein Ort, der Sichtbarkeit hat und über den wir auch KI als Methodik und auch als Inhalt sicher in die Breite spielen können. Dafür ist er aufgestellt als die Plattform im deutschsprachigen Raum, die KI in der Bildung eigentlich, man muss sagen, in der Hochschulbildung, vielleicht kommen wir irgendwann nochmal zu anderen Kurzbildungsressource, aber das ist im Bereich der Hochschulbildung irgendwie tun. Natürlich hat das dann eine prominente oder kann es eine prominente Rolle spielen. Frau Winter. Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, den Aspekt, den Sie gerade zuletzt noch angesprochen haben, die Sichtbarkeit, das ist ein verdammt wichtiges Thema. Gerade zum Beispiel auch das öffentliche Image, auch in der Presse von künstlicher Intelligenz, da würde ich sagen, dass das schon ein relativ dickes Brett ist. Da muss man schon wirklich noch was tun. Auch um einfach die breite Masse der Bevölkerung, nicht nur eben die akademischen Mitglieder der Gesellschaft, letztendlich auch mit an Bord zu holen letztendlich. Und ich würde auch zustimmen, dass an den Hochschulen es nicht an einzelnen Statusgruppen hängt. Was ich aber für enorm wichtig halte, ist eben, dass alle Statusgruppen mit einbezogen werden und dass man besonders auf den Aspekt der Partizipation hier achtet. Also natürlich ist das aus meiner Studierendenperspektive immer ein wichtiges Thema, aber es inkludiert eben auch alle anderen mit ein, zum Beispiel auch Verwaltungsangestellte. Dieses alle mitnehmen. Sie wollen noch was sagen? Ja. Also ich würde auch sagen, es liegt nicht in Personen. Ich bin immer wieder überrascht, dass die Leute, von denen man es gar nicht erwartet, einen Riesenspaß daran haben, auf einmal zusammenzuarbeiten. Aber es ist erstmal diese Schwelle. Wir sind das nicht gewohnt in Deutschland. Wir haben eine Kultur, die eigentlich sagt, jeder erstmal kehrt vor seiner Haustür und löst mal sein Problem. Und das klappt eben bei Digitalisierung nicht. Man muss es eben groß denken und alle zusammenbringen an einer Stelle, es mit Riesenaufwand so machen, dass man es dann skalieren kann. Und das passt nicht zusammen mit unserer Kultur, die sagt, das Problem entsteht vor Ort, dann löse es auch vor Ort. Das ist eine. Und das andere ist, wir haben schon überall etwas. Also anders als in kleinen Ländern wie Estland oder so, die ja auch
nach der Veränderungen Kommunismus, Demokratie und so weiter ihren Staat neu aufgebaut haben, die konnten an vielen Stellen neu anfangen. Ja, aber wir schielen ja, was Infrastrukturausbau und so weiter angeht, da schielen wir sowas von nach Estland, also diese 5G. Aber wir haben alles schon. Aber ja. wir haben, das ist das Problem. Ich möchte gerne noch mal gleich auf Europaebene zurückkommen, Dr. Dimitrov. Das machen wir gleich. Vielleicht mit einer Vitaminspritze der Gedanken von Aljoscha. Ja, hier wird viel diskutiert. Wir sehen dich nicht. Kannst du dich nicht doch vielleicht mal hier vorne hinstellen, weil ich glaube, wenn die Fragen komplex sind und deine Sprache schnell, aber ist es... sind sie gar nicht komplex und meine Sprache langsam. Ein Stichwort, was nur genannt wurde, waren die Future Skills Zentren oder die Zentren für Schlüsselkompetenzen, die es an vielen Universitäten gibt. Also die Frage, kann man nicht vorhandene Strukturen nutzen, die schon da sind, um das Thema eben auch in die Breite zu bringen? Und eine andere Frage war jetzt nochmal, fand ich auch nochmal wieder einen neuen Aspekt, wie ist es eigentlich mit dem Personalrecruiting, wenn wir das Ganze verstetigen wollen und wir jetzt eben TVL-Gehälter zahlen können, finden wir überhaupt das Personal, was uns halt bei dieser ganzen Geschichte da unterstützen kann? Also ich meine, das kennen wir ja auch leidlich am DFKI. Ja. Das fand ich auch nochmal vielleicht eine interessante Frage und ja, es wird sehr viel diskutiert, aber ich würde diese beiden nochmal, Future Skills und die Frage nach dem Recruiting. Okay, gut, also beim Personal, das ist ja das nächste dicke Brett, da kommen wir gleich dazu. Aber Dr. Dimitrov, zum Thema Future Skills, das ist ja vielleicht auch aus europäischer Sicht ein sehr interessantes Thema, europäischer Binnenmarkt etc., freie Wahl der Arbeitsmöglichkeiten. Haben Sie da noch ein paar Gedanken dazu, im Sinne der infrastrukturellen Verbesserung, um Future Skills zu unterfüttern? Ja. Ja, absolut. Also die Tatsache ist, dass selbst wenn Subsidiarität herrscht, die Bedürfnisse sehr ähnlich sind. Und das ist eigentlich die Herausforderung, die wir haben. Zu den Future Skills würde ich Folgendes sagen. Also wir haben das Programm Digital Europe gerade jetzt verabschiedet und wir haben dort ein ganz klares Ziel, dass wir bis 2030 20 Millionen Fachkräfte in diesem also ICT-Bereich jetzt mal grob und allgemein gesagt brauchen. Wir sind sehr, sehr weit davon entfernt heute. Wir brauchen eine Verdreifachung bis Verfünffachung, je nachdem, wo man sich in welchem Land aufhält. Und wenn man das Wachstum der vergangenen Jahre mal projiziert in die Zukunft, dann sieht man, das schaffen wir einfach nicht, wenn wir weiter so machen, wie wir das so weit gemacht haben. Also das heißt, erstens müssen wir also richtig Gas geben bei der Fachkräfteförderung. Und hierfür hat die Kommission innerhalb dieses Programmes also ungefähr 600 Millionen Euro zur Verfügung für die nächste Programmperiode. KI ist ausdrücklich eine der 5 oder 6 Schlüsseltechnologien neben Blockchain, also Quanten und Cybersecurity. Das Zweite, was ich sagen möchte, ist, dass natürlich das Ganze vor allem dem Arbeitsmarkt zugutekommt. Allerdings, und hier knüpfe ich jetzt ein bisschen an ein paar Vorredner und Vorrednerinnen von mir, muss man viel früher anfangen, auch mit KI, um auch Ungleichheiten, die später kommen, sei es im Bereich von also Mann-Frau-Vertretung, sei es in anderen Bereichen, also sozial schwache, diese ganzen Ungleichheiten kann man nicht erst ab der Hochschule also ausräumen. Da muss man richtig früher anfangen, weil man weiß, die Schülerinnen und Schüler sind relativ gleich, wenn die 12, 13 sind und sogar sind die Mädchen viel besser in Mathe und ICT. Und was passiert danach? Das wissen wir. Also, ja. Der zweite Punkt, den ich machen möchte, ist ganz kurz, wir haben diesen neuen Aktionsplan für digitale Bildung verabschiedet. Der läuft jetzt über die nächste Programmperiode, die ganze Programmperiode der EU. Und dort haben wir ein paar Maßnahmen, wo wir die Kompetenzen im KI-Bereich uns näher anschauen. Zum einen, wie Lehrkräfte unterstützt werden können, mit KI-Systemen umzugehen. Weil manchmal sprechen wir von Science Fiction, aber wenn man also ganz normale Tools in der Schule hat, dann braucht man wirklich ganz normale Anweisungen. Und da sind die Lehrer und Lehrerinnen heutzutage sehr weit entfernt davon. Zum Zweiten, der Herr Professor Pinkwart hat es angesprochen, der DigCOMP oder der digitale Kompetenzrahmen, der wird gerade aktualisiert, wo wir jetzt gerade sprechen, und wird im Februar nochmal rausgebracht, also upgedatet. Und da sind wichtige KI-Kompetenzen drinnen, weil der sitzt schon auf bestimmten, sozusagen, auf einem bestimmten Bauwerk und da kommt nochmal KI dazu.
Das ist die sozusagen ein bisschen die Art und Weise, wie wir das unterstützen. Also ich nehme Sie bei dem Wort, was Sie als letztes gesagt haben. Der Titel des Themas, des Panels ist zwar KI in der Hochschulbildung, aber man kann nicht früh genug anfangen. Wie schaffen wir es, jüngere Menschen, egal welchen Schulzweig sie wählen, ob Gesamtschule oder Gymnasium oder gegebenenfalls auch andere Schultypen, wie schaffen wir es, junge Menschen stärker dafür, across all gender, zu begeistern? Also es gibt eine Menge Menschen mit guten Mathekenntnissen von der Uni ab, aber wenn Sie sagen, ich soll das studieren, irgendwas, was mit IT zu tun hat, heißt das so. Wie schaffen wir das? Wir haben MINT-Initiativen, da gibt es eine Menge Geld im BMBF, was da reinfließt. Wie schaffen wir es? Wo sind da die Stellschrauben, die Sie für total wichtig erachten? Auch an Sie im digitalen Raum vielleicht nochmal. Ja, Frau Regitz. Ich glaube, es ist mehrfach angeklungen. Wir brauchen das Fach, wie auch immer man es nennt, und genau strukturiert. Wir brauchen es in der Schule und zwar von Anfang an. Wir können ja, wie schon ganz häufig gesagt wird, erstens fehlen uns die Lehrer. Wenn wir in der Schule keine Lehrer haben, die das lehren können, dann fehlen den Schülern zumindest diese Vorbilder. Und wir wissen, dass viele Berufsbilder geprägt werden durch zu Hause, aber auch genau durch schulische Vorbilder. Also wir müssen doch mal aufhören, dieses Thema zu diskutieren und müssen anfangen, das jetzt mal endlich umzusetzen und zwar sehr früh und in alle Schulformen natürlich rein, denn jeder Handwerksberuf heute hat mindestens genauso viel mit diesen Digitalisierungen und häufig sind es KI-Anwendungen, also eine Instandhaltung oder ein Service wird ja sehr häufig gesteuert über einen intelligenten Algorithmus, der sagt, wann eine Maschine, eine Heizung, eine Wärmepumpe, wann die kaputt ist. Wir müssen doch anfangen, diese Diskussion aufzuhören und umzusetzen. Und zwar in der Lehrerbildung, also in der Ausbildung der Lehrer, aber natürlich auch das Fach in seinen Facetten mit. Natürlich kritische Anwendung, Basisverstehen der Technologie und Verstehen, wie etwas genutzt werden sollte im Sinne der Ethik. Das müssen wir doch jetzt anfangen und wir diskutieren das schon seit sehr vielen Jahren. Christoph Schlingensief hat, glaube ich, mal gesagt, wir haben kein Erkenntnis, wir haben ein Umsetzungsproblem. Genau. Ich würde gerne, und damit gehe ich in die letzten Minuten dieser vitalen Diskussion, von Ihnen dreien erstmal im digitalen Raum wissen, Freiwillige vor. Was wünschen Sie sich von der neuen Bundesregierung, die ja gerade dabei ist, sich zu sortieren? Was wünschen Sie sich in Bezug auf unser Thema? Sie haben gerade gesagt, wir müssen es umsetzen, LehrerInnenausbildung etc. Wir brauchen eine. Frau Regitz, was wünschen Sie sich noch von der, oder in Bezug gegebenenfalls auf die These, die Sie gerade mit uns geteilt haben, was wünschen Sie sich von der neuen Bundesregierung? Ganz konkret. Genau. Kurze Antwort. Auch entmystifizieren, nämlich das eine klare Kampagne zu stecken und sagen, KI-Digitalisierung ist nicht Technik oder iPads in Schulen bringen, sondern es geht um Geschäftsprozesse, es geht um neue Geschäftsmodelle. Es betrifft uns alle und das mit einer ordentlichen Kampagne zu unterfüttern. Okay, Kampagne fällt jetzt zum ersten Mal von Seiten der Bundesregierung. Frau Dr. De Witt, was wünschen Sie sich oder was fordern Sie? Ich wünsche mir zum Beispiel stärker sichtbare Austauschräume von Politik und Wissenschaft. Also, dass auch Politik und Wissenschaft mehr miteinander sprechen, aber das eben auch sichtbar machen, sichtbar über KI und Digitalisierung sprechen. Mhm. Sichtbar, also so eine Art Agora, im Reden drüber mit unterschiedlichen Disziplinen. Dr. Dimitrov? Ja, ich wünsche mir Mut, Bildung zur Chefsache im digitalen Agenda der EU zu machen. Und nicht nur die Hardcore-Sachen wie Cybersecurity oder Infrastruktur, sondern das, was uns eigentlich alle interessiert und wofür wir auch sehr viel Zeit verbringen, auch mit Kindern, die wir sonst haben und sonstiges auch. Okay, als Chefsache, wir fangen hier an und Sie haben das letzte Wort. Ja, ich würde erstmal meinem EU-Kollegen da gerne zustimmen, also den wirklich zum Schwerpunkt zu machen, auch zum politischen Schwerpunkt ist, glaube ich, wichtig und dann aber auch einen Dialog führen mit Stakeholdern, damit man einen Konsens hinkriegt. Denn Digitalisierung ist eben etwas, was man nicht einfach dekretieren kann durch ein Programm oder ein Gesetz, sondern da müssen viele zusammenarbeiten. Das heißt, wir brauchen einen guten Dialog dazu mit Ländern, Hochschulen und so weiter, aber auch anderen Bildungsteilnehmern und dann die Infrastruktur schaffen. Und apropos Dialog, und was wünschen Sie sich vom KI-Campus? Vom KI-Campus, von dem wünsche ich mir Inspiration, dass die Dinge funktionieren. Wir haben ja auch den KI-Campus mal gebeten, sich zu überlegen, wie solche Infrastrukturen in Zukunft aussehen und wie sie betrieben werden können. Auch das würde mich natürlich interessieren, aber ich glaube, da werden wir auch selber noch weiter drüber nachdenken. Vielleicht zusammen. Vielleicht zusammen, genau. Vielen herzlichen Dank.
Jessica Winter? Ja, also ich wünsche mir, dass Digitalisierung von der neuen Bundesregierung als Querschnittsaufgabe gesehen wird vor allem und dass es halt vielleicht nicht nur mit einem digitalen Ministerium oder so getan ist, sondern dass es eben auch in alle Ministerien reingestrahlt werden muss und dass es überall querschnittsmäßig flächendeckend integriert werden muss. Das Ach, und da würde ich mir gleich in dem Zusammenhang, ich darf häufig für verschiedene Ministerien arbeiten, das Procurement und so auf digitalen Wege, wie man zum Beispiel Beauftragungsformulare und so, da könnte man bestimmt eine Menge ganz toll, ganz einfach verschlanken, entbürokratisieren und so weiter. Aber da würden vielleicht eine Menge Arbeitsplätze wegfallen. Aber heute Morgen hat Florian Rampelt was ganz Ähnliches gesagt. Also das Digitalministerium alleine wird es vielleicht nicht wuppen, sondern Digitalisierung als Querschnittsaufgabe für alle Ministerien. Sie haben das nicht das letzte, aber das finale Wort vor der Pause. Ja, ich würde mir auch wünschen, dass Bildungsinnovation von der neuen Regierung weiterhin als wichtig erachtet wird und auch die nachhaltige Umsetzung tatsächlich Teil des Plans ist und nicht ein Projekt weiteres Aufsetzen ausschließlich auf Projektförderung, sondern das, was wir besprochen haben, Nachhaltigkeit auch über das Thema Innovation gedacht wird. Und ich würde mir auch wünschen, dass die Investitionen tatsächlich auch ressortübergreifend abgestimmt werden. Wir haben das im Moment, dass aus vielen Ministerien, BMAS, Wirtschaftsministerium, Forschungsministerien, dass dort KI-Kompetenzzentren für den jeweiligen Bildungs- und Ausbildungssektor entstehen, wo man vielleicht künftig tatsächlich noch ein bisschen besser, bei Bildung ist ja nun nichts, was ganz strikt getrennt immer zwischen den verschiedenen Dingen passiert, dass man dort vielleicht ein paar mehr Links auch schafft. Und das hat sicherlich organisationale, aber bestimmt auch technische Aspekte und ist kein einfaches Thema, aber wir haben eine ganze Legislaturperiode auch vor uns. Oh, ja, die geht ja immer schneller vorbei, als man denkt. Aber vielen herzlichen Dank für diese Aufbruchsstimmung am Ende dieses Panels. Es war kein ganz kleines Thema und das bleibt es auch nicht. Vielen herzlichen Dank für Ihre große Aufmerksamkeit und Ihr zahlreiches Kommentieren und Diskutieren im Chat. Wir sehen uns um 10 vor 3 wieder mit auch keinem ganz kleinen Thema, eine interaktive Blitzeinführung in Natural Language Processing in Präsenz von Simon Klug. Vielen Dank. Danke Ihnen allen sehr und danke Ihnen auch im digitalen Raum für die Dreingabe.